Hey Leute, ich bin's LineGamer1 und begrüße euch herzlich zu einem Special von Alarm für Cobra 11, das Syndikat. Wir spielen nicht in der Karriere weiter, die haben wir ja eh schon beendet. Mit, weiß nicht wie vielen Teilen, ungefähr 30 Teilen. Und wollte jetzt mal euch den Bereich Einzelrennen zeigen. So, dann müssen wir erstmal auswählen, wie wir es jetzt haben wollen. Machen wir mit Nitro Booster, auch mit Fahrzeugschäden. Verkehr machen wir mal. Also kann man von aus bis von wenig. Übernormal bis Berufsverkehr, machen erstmal normal. Rundkurs fahre ich eh nicht so gerne, nehmen wir mal Etappen. Machen wir 5 Gegner, so viel es geht. Die Fahrzeuggegner sind gemischt und die Gegnerstärke machen wir mal. Machen wir erstmal leicht und wir können ja dann mal immer steigerungsfähig machen. So, dann können wir uns verschiedene Strecken aussuchen, die wir ja alle freigeschaltet haben. Bis auf jetzt die eine Großeinkauf haben wir jetzt noch nicht freigeschaltet, wieso auch immer. Nehme ich erstmal Autobahn und wenn man jetzt Rundkurs auswählt, gibt es auch wieder andere Strecken, aber wir nehmen ja jetzt erstmal Etappen, also fahre ich mal eine endlose Autobahn, ist jetzt etwas lang, 16 Kilometer, sieht man auch immer hier unten, schön wie lang die sind. Nehmen wir einfach mal ein Stück Autobahn. Jetzt können wir uns alle Autos auswählen, die wir freigeschaltet haben, sofern sie denn verfügbar sind. Also das ist jetzt zum Beispiel, also der Dumper und so, LKWs kann man jetzt hier leider nicht fahren, deswegen nehme ich jetzt einfach mal, da mir ja jemand auch bei den Let's Plays geschrieben hatte, er würde gerne mal, dass ich die Autos nehme, die ich nicht so oft fahre, dann fahre ich jetzt einfach mal so ein sonstiges Auto und nehme mal jetzt so ein das langsamste, was es gibt. Golfkart ist natürlich auch lustig zu fahren. Das mache ich dann auch nochmal, aber ich nehme jetzt erstmal den Abrevia und zwar in Blau. Ja, das ist okay. Und dann lädt's und dann geht's auch gleich los im Rennen. So, und da stehen wir schon. Einer hat sogar sich den Monster Truck ausgewählt. Naja, mal gucken, ob wir mit denen mithalten können mit unserem Abrevia. Nitro haben wir ja schließlich, also sollte das funktionieren. So, ich feiere ja immer noch mit dem Joystick, also wie in den Let's Plays alles ganz genau so. So, ja, jetzt müssen wir ja aufpassen, möglichst nicht in die anderen reinfahren. Nein, reinfahren können wir ruhig schon. Wir sollten nicht uns jetzt irgendwie vom Verkehr aufhalten lassen. Hier ist jetzt blöderweise ein bisschen eng, das ist auch diese Strecke, wo es immer ein bisschen eng ist mit den Autos. Was immer blöd ist, so schnell zu fahren, das ist immer eigentlich unmöglich, aber egal. Und wenn ich ja dann später, habe ich ja eben gesagt, dass ich mal mit dem Golfkart fahren wollte, da mache ich dann aber, dass alle das Golfkart haben, weil wenn ich da das Golfkart habe und die anderen dann so zum Beispiel den Abrevia, wie ich jetzt hier oder so habe, dann ist es schon ein bisschen scheiße, weil das Golfkart nur so lahm fährt und die anderen Autos halt etwas schneller fahren. Und ihr lässt mich jetzt mal hier alle durch, denn ich will jetzt mal hier durch. Ja. Die anderen müssen jetzt alle da hinten warten, kommen nicht voran. So muss ich jetzt meinen Vorsprung schnell ausbauen und ausnutzen. So, hier vorne fahren wir jetzt auch gleich auf die Autobahn, oder? Abbremsen, möglichst nicht zu weit fahren. Ich bin ja auch schon von der Strecke abgekommen und jetzt ein Stück Autobahn und wir haben schon 40% der Strecke geschafft, das sehen wir oben links alles schön. Wir sind auf Platz 1 und haben 11% Schaden. So, schön immer auf der Ideallinie, fahr weg, ich muss auf der Ideallinie fahren. Wow, jetzt bin ich gerade ganz schön ins Schaukeln gekommen, aber wir halten uns weiterhin schön auf der Straße. Von diesem Video mache ich, werde ich wahrscheinlich mehrere Specials machen. Das werden wahrscheinlich vielleicht sogar 10 Stück. 20 oder so Minuten. Und ja, da werden wir dann mal viele Strecken testen oder vielleicht sogar alle. Und auch viele verschiedene Autos mal nutzen. Von langsam bis ganz, ganz schnell. Und ja. Ich weiß noch nicht, ob ich die Meisterschaften spielen werde. Auch noch mal als Special, das weiß ich jetzt noch nicht. Und ob mit dem Mehrspieler, da muss ich auch noch mal gucken, weil das ja nicht so gut funktioniert irgendwie. Da gibt es irgendwie Probleme, dass er nicht irgendwie alle finden kann. Normal sind wahrscheinlich ganz viele online, nur ich kann nicht nachschauen. Ich kann es nicht sehen, weil irgendwas mit meinem Internet da nicht ganz genauso ist, dass es passt. Da müssen irgendwelche Einstellungen geändert werden. Aber mal gucken, ob ich das noch mache. Aber wir sind jetzt erstmal hier beim Einzelrennen. So. Das haben wir jetzt gewonnen. Jetzt nehmen wir mal einen Rundkurs. Machen wir Anzahl der Runden 2. Jetzt werden die Gegner mal etwas schwerer. Und jetzt seht ihr, es gibt jede Menge Rundkurse. Hier haben wir sogar gar nicht alles freigeschaltet. Oh, es hört sich sogar lustig an. Achtung, Zug. Würde ich alles gerne mal haben. Da gibt es nämlich sehr viele, viele Strecken. Wir machen jetzt einfach mal Stadt, weil wir jetzt eben Autobahn genommen haben und nehmen mal wieder so eine, die so lang ist wie eben. Ich nur all. Machen wir mal quer durch die Stadt, also quer, genau. Und wir nehmen jetzt mal das Golfkart.
Scheiße, nee, das geht nicht. Dann muss ich erst nochmal Fahrzeuggegner gleich einstellen. Quer durch die Stadt und dann können wir das Golfkart nehmen. So, im schicken Weiß düsen wir jetzt mit unserem Golfkart durch die Stadt von Golfplatz zu Golfplatz. Ja. So, hier stehen wir jetzt direkt auf dem Platz 1. Alle anderen haben auch einen Golfkart und das beschleunigen wir gleich mit einem Affentempo. Ey, wieso sind die schneller als ich? Nitro. Zeig sie ihnen. Wow. Ich hatte mir überlegt, ob ich auch ein Splitscreen mache mal mit meinem Freund. Vielleicht mache ich da auch mal eine Aufnahme. Muss ich mir nochmal überlegen. Immer so wollte ich mal am Rande so sagen. So, Achtung hier. Ich will Golf spielen, lass mich durch. Ich bin süchtig nach Golf. Wow. Ich will zum Golfplatz. Ja. Genau, und sie geben Gas. Ich will Gas, ich will Spaß. Ich will Spaß, ich gebe Gas, genau. Aber die anderen kommen gar nicht hinterher. Mit einem Affentempo, mit einem Golfkart, das 119 Stundenkilometer fährt, geht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie mit einem Golfkart gefahren oder habe noch nie eins gesehen, was so schnell gefahren ist. Außerdem sieht es hier eben, spielt immer alles so langsam aus. Also wir fahren jetzt hier mit 116 und das sieht gar nicht so schnell aus. Aber es ist ja auch immer so ganz normal, dass wenn man jetzt diese Ansicht hier wählen würde, das dann immer gleich viel schneller aussieht, auch also bei anderen Autorennen. Sieht ja aus, ob wir, wow, das habe ich gerade nicht aufgepasst. Als ob wir hier so, also jetzt guck gleich mal so, fahr jetzt mal kurz noch durch den Tunnel mit, so schnell wie ich kann. Und jetzt wechsle ich mal in die andere Ansicht, das sieht irgendwie nochmal alles langsamer aus, also zumindest habe ich das mal irgendwo so gelesen, dass es in der Stoßstangenansicht eigentlich immer viel schneller ist, als wenn man von hinten auf das Auto drauf guckt. Du pass mal auf, ich komme hier. Dann kann ich einfach aus der Straße rausfahren, wenn da andere Autos kommen. Achtung, was die Leute sich hier denken. Ich kann auch noch über die gelbe Ampel fahren. Die hat noch ein bisschen anhalten. großer Jump. Ja, bumm. Jetzt bin ich hier fest, jetzt haben die anderen wieder Chance aufzuholen. Also schnell, schnell wieder weiterfahren, bevor die anderen kommen. Was war das denn jetzt eben? Naja, und die Ampel mal schnell umgenietet. Nee, Lichthupe können wir noch machen. Unsere Lichter sind ja noch ganz. Ja. So. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, gleich die erste Runde geschafft. Und zwar brauchen wir hier für 2 Minuten. Naja. Wir haben ja auch das Golfkart. Ne, noch länger fahren? Ich weiß gar nicht. Wo ist denn hier das Ziel? Egal. Das werden wir schon irgendwo dann sehen. Wenn wir dann wieder durchs Ziel fahren. Und wir haben gerade grün bekommen, also dürfen wir fahren. Aber ich wäre auch bei rot gefahren. Ja, schließlich. Aber das ist nicht Semi, das ist auch nicht Ben, der da drin sitzt. Das ist, glaube ich, der so ausgesehen hat wie der, oh, jetzt fällt er mir Namen nicht ein, also für den wir die Arbeit übernommen haben. Achtung, ich will auch abbiegen. Mit Werbung, da sollte jetzt das Ziel kommen. Wir brauchen ungefähr, ich schätze, für so 3:20 noch ins Ziel zu kommen, noch 5 Sekunden. Nein, und wir brauchen ungefähr 3:18:25. Nicht nachgefüllt. Die Maschine pupst schon wieder so stark wie es geht. Sie macht, dass die Luft stinkt. Knack, knack, pups, 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 ja. Lass mich mal durch. Egal, ob du da langfahren wolltest du nicht. Der fährt jetzt echt da lang. Der wollte doch eigentlich gar nicht da lang. Wie geil. Schießen können wir leider jetzt hier nicht im freien Fahrmodus, ja. Aber egal. Es scheint so, als ob wir die anderen ganz schön... Nein, doch nicht. Ja, da kommen sie mit ihren gelben Autos. Ich verfolge mich.
Scheiße, hätte ich sonst, wäre ich doch lieber nicht. Hätte ich auch lieber nicht angehalten. Egal. Die können hier alle nicht, die Gegner, die sind ja nur auf normal. Ich habe hier nur die Schwierigkeit normal eingestellt, also könnt ihr nichts. Oder ab. Boom. Wow. So. Na, die pupsen auch alle die Autos. Ach du Scheiße. So, jetzt haben wir sie wieder ordentlich abgehängt. Und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht wieder einholen, weil das Ziel kommt ja jetzt auch schon bald. Ja, sowas sollte nämlich nicht passieren. Ich muss wieder schnell Gas geben. Eigentlich sind das ja illegale Straßenrennen, die wir hier veranstalten, die man hier fährt im Spiel. Und dann sollen die von der Polizei sein. Aha. Aha. Ach, keine Ahnung. So, immer schön der Ideallinie folgen. Wie es die KI tun, damit wir auch immer genau rechtzeitig landen. So, und langsam ins Ziel. Wuhu! Ja, schieb mich noch zur Seite. Massenkarambolage! Wow! Ja, das war eine Massenkarambolage. Okay. Einmal nochmal Rundkurs. Fahrzeug gemischt, nehme ich mal ein anderes Auto. Und zwar nehme ich jetzt mal eine Autobahn. Nochmal am den Berko. Mal jetzt mal am Steinbruch und nehmen wir mal den. Ach ne, wir nehmen die Stretch Limo. Mal gucken, ob das geht, denn es ist ja auch so ein leichter Offroader, aber naja, so leicht Offroader ist er heute nicht, weil er ja schon wieder so lang ist und naja, egal. Am Steinbruch. Am nicht durch den Steinbruch. Doch, wir fahren auch durch den Steinbruch. Okay, ich dachte schon, ich fahre jetzt nicht durch den Steinbruch. Jetzt überholen die mich hier schon alle, also ich glaub's ja nicht. Hallo, lass mich mal vorbei. So. Voll gesperrt die Straße. Eine Abkürzung können wir glaube ich nicht nehmen, dass wir da irgendwie über den Hügel fahren. Habe ich doch lieber gerade nochmal abgebrochen, bevor wir uns zurücksetzen und überholen uns alle, das wäre scheiße gewesen. Es wäre natürlich auch lustig, wenn man mal so einen Dumper hier fahren könnte, aber das geht leider nicht. Ja, fahr mir vorne rein, Bagger. Sieht man gerade ganz schön schlecht, wo man hier lang fahren soll, wenn man hier so hochfährt. Guck mal, von unten, von hinten eher unten voll reingefahren, wollte ich gerade überholen und der andere ist voll rein. Ja. Ja, also guckt man halt von hier unten so da drauf und man sieht hier leider auch die Linie nicht so gut, wenn es rot ist, wo man denn lang fahren muss, aber egal. Ich mache jetzt mal eine andere Ansicht, vielleicht kann man da besser fahren. Die Linien sind echt sehr, sehr schwach zu sehen, aber naja, egal.
schon schön dreckig geworden, unser Auto. Unsere Limousine, besser gesagt, unsere Stretch-Limo. Und wir fahren immer noch im Steinbruch. Ja, und jetzt hängen wir an der Klippe. Oh nein! Und doch, komm noch. Wo ist mich nicht? So hängt man die ab. So, wow. Scheiße, schnell da vorne hin. Jetzt werde ich zurückgesetzt. Super. Sind wir letzte, aber egal. Wir holen die schon noch auf. Das Problem ist halt immer meine Stretch-Limo und die ist nicht so schnell. Mit dem Monster Truck ist das bestimmt auch ganz cool, hier zu fahren. Abkürzen kann man hier nur schlecht. Ja, die halten alle an, weil die Autos kommen. Wow, wir sind aber ganz schön dreckig geworden, dass das überhaupt noch passiert. Die anderen sind überhaupt nicht dreckig, ja. Beschleunig doch mal. So, schön beschleunigen. Denn wir wollen ja Erste werden und lasst uns vermeiden. Nehmen wir die verkürzte Strecke. Wenn man geradeaus, um diese Ideallinie immer zu folgen. So, schnell wieder eine Straßensperre gebaut. Nicht durch. Das ist natürlich geil. Ich will da jetzt so aufgehängt werden im Straßen. Im Kreisel meine ich. Die Bagger nerven schon irgendwie, aber sonst wäre es ja hier zu einfach zu fahren. Naja gut. Nochmal schnell durch den Steinbruch und dann sind wir schon wieder im Ziel. Ja, nochmal schnell, ne? Ohne abzukacken. Irgendwie da runter oder so. Aber wir haben kein Nitro. Lass es erstmal am besten jetzt voll aufladen. Weil wenigstens halb, weil sonst bringen die kurzen Nitro-Ladungen bringen ja überhaupt nichts sonst. Also falls ihr auch nochmal ein Auto wünscht oder vielleicht könnt ihr ja sogar selber gucken, was es hier für Strecken gibt. Falls ihr nochmal einen Streckenwunsch habt, den ich machen soll oder Autowunsch, den ich, also welches Auto ich fahren soll oder welche Strecke ich nehmen soll für ein Rennen, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich immer freuen über irgendwelche Tipps und Ideen. Da links lang. Ja, so. Wow, Break. Bremse. Eingebaute Übersetzer. Stop. Stop. Ja. Und da vorne. Viel gleich. Boom. Lass mich raus. Haltet die anderen auf. Und da haben wir das Rennen auch geschafft. Super. Boom, ja, fahren immer drauf und lassen explodieren. Genau, und jetzt. Haltet doch an, haltet doch an. Wow. Wie die weiterziehen. Naja, gut, okay. Mache ich jetzt noch einmal ein Etappenrennen. Ja, soll ich mal probieren? Schwere Gegner. Ich probiere mal schwere Gegner. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, nein, ich kann ja eins rennen. Schwere Gegner-Etappe. Und dann nehmen wir mal eine ganz kurze Strecke. Stadt ist nicht so schön. Ich nehme mal. Nehme ich halt Stadt. Nehme ich halt vom Rhein an den Rhein. Nehme jetzt mal ein ganz schnelles Auto. Also von den Rennwagen, die ich habe. Da habe ich halt nur den Priorelli, aber. Nehme ich halt mal den, der ist schön wendig und schnell. Und dann machen wir doch da nochmal ein Rennen. So, vom Rhein an den Rhein. Ach, kein anderer hat einen Priorelli, aber ob der, die anderen sind wahrscheinlich alle genauso gut wie der. Aber vielleicht ist der von dem
von dem Handling noch ein bisschen besser. Sieht man hier auch bei den, oh, trotz orangener Kurve, ist ja da schön rumgekommen, aber hier habe ich halt dann nicht gebremst und dann, ja, das hat nicht funktioniert. Mit dem Joystick ist es schon irgendwie etwas schwerer, das alles zu fahren, aber macht aber mehr Spaß, als einfach nur mit der Tastatur das zu machen. Kann halt, was ich halt cool finde beim Joystick, ist halt, dass man so präziser lenken kann. Also nicht, wenn man einmal die Taste drückt, dann lenkt er ja voll in einen Schlag ein. Und wenn man hier mit Joystick fährt, dann ist es irgendwie so, dass er halt nur ganz leicht einlenkt und dass man halt nicht immer wieder einzeln die Taste drücken muss, dass er nicht zu schnell. Dass man halt nur ganz leicht um die Kurve fährt. Aber mit dem Bremsen ist halt hier auch eine Sache, aber die etwas schwerer ist, aber egal. Na, da will der an mir vorbei. Da vorne ist das Ziel und wir schaffen es noch, komm. Ja. Perfekt, und wir sind im Ziel angekommen und hiermit verabschiede ich mich vom ersten Teil vom Special zur Alarmfokobreife Syndikat Einzelrennen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Lion Gamer 1. Ciao.